herzlich willkommen zurück bei Warcraft 3 Reign of Chaos. Wir spielen natürlich weiter in der Kampagne. Die Geißel von Lordaeron ist abgeschlossen, sprich die Untoten-Kampagne. Vater verdammten, und es geht weiter mit Thrall und seinen grünen Männern in der Ork-Kampagne. Die Invasion von Kalimdor. Bin ich mal gespannt, von Thrall haben wir schon lange nichts mehr gehört. Kapitel 1, an Land. Den Anweisungen des mysteriösen Propheten getreu folgend führte Thrall die Horde über das große Meer. Jetzt ist die Horde der Orks nach wochenlanger Irrfahrt auf tosender See an der rauen Küste Kalimdors angekommen. Da ihre gestohlenen Schiffe nicht mehr seetüchtig sind, wagen sich die Orks vorsichtig landeinwärts, immer auf der Hut vor den unsichtbaren Gefahren, die hinter den Klippen dieses trostlosen Landes lauern. Kriegshäuptling, unser Schiff wurde schwer beschädigt, als wir den tosenden Mahlstrom passierten. Es ist nicht zu retten. Ich wusste es. Können wir unseren Standort bestimmen? Ist dies Kalimdor? Wir sind immer westwärts gereist, wie befohlen. Das müsste es sein. Wohlan denn. Wurden Spuren von Grom Hellscream oder den anderen Schiffen gesehen? Nein, Kriegshäuptling. Seit wir getrennt wurden, nicht. Rüstet zum Aufbruch. Wenn unsere Kameraden es bis hierher geschafft haben, sollten wir sie entlang der Küste finden. Hauptquest. Die Horde sammeln. Wir haben noch eine zweite Hauptquest. Gelandete Schiffe finden. Thrall muss überleben. Die Schiffe der Orks wurden getrennt und erlitten an den Küsten Kalimdors Schiffbruch. Ihr müsst die felsigen Ufer erkunden und eure weit verstreuten Krieger wieder vereinen. Die Horde muss gesammelt werden, bevor sie ihr Schicksal in diesem neuen Land finden kann. Okay, wir spielen die mit den Orks. Geister sind ruhelos. Trollkopfgeldjäger, ein geschickter Speerwerfer, der bei Distanzangriffen und kämpft mit fliegenden Items soll effektiv sein. Das Wen sind die soll zwei ich hier. Töten? Was soll ich tun? Ich meine, wir Lord kennen Rekar, die Orks ja schon ein Stück weit aus dem Tutorial. Für die Moment, ist das in der Kiste? Wir sollten nachsehen. Vielleicht enthalten diese Kisten wertvolle Vorräte. Meister, danke, lieber Grunzer. Ich wollte es dir nicht gerade sagen. Ist da was drin? Aber es ist leider nur ein Mana-Trank. Nichts Besonderes, wenn ich das so sagen darf. Murlocs. Ja. Einen Kettenblitz-Zauber kennen wir auch noch. Ups. Da setzen wir diese Fischchen einfach mal ein bisschen unter Strom. So, ich muss mich jetzt nur umgewöhnen. Ich spiele ja einen neuen Helden, der kann jetzt nicht mehr heilen, aber wir haben wieder diese... Ich bin der Kriegshäuptling. Das Gegenstück zum Schaf, die Spionschweine. Die müssen alle sterben, wir wissen es. Das ist eines unserer Schiffe, Kriegshäuptling. Der Sturm muss es gegen die Felsen geworfen haben. Ja, definitiv. Hier war doch irgendwo ein Schwein. Ja, stirb! Hier ist auch noch ein Schwein, ein Wasser. Und der Wasserschwein. Für die Ehre. Gehe ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ne, ins Wasser kann ich nicht. Orks sind ja bekanntlich sehr, sehr wasserscheu. Hier sind ein paar Drachen. Für die Ehre. Wo ist denn der Großdrache, Welpe? Ich bin der Kriegshäuptling. Ah, was habe ich denn? Runde der Heilung. Ja, nehme ich mal her, weil ich nicht will, dass mein Troll-Berserker da stirbt. Was? Oder Kopfgeldjäger, wie er heißt. Das muss doch alles nicht sein. Lasst ihn doch am Leben. Er hat euch gar nichts getan. Warum bin ich jetzt hier eigentlich lang? Nur wegen Bronzedrachen und für die Ehre. Ring des Schutzes. Okay, das hat sich doch gelohnt. Ja. Für nie die gut. Ehre. Ja, nie schlecht. Nie gut. Okay. Ich bin der Kriegshäuptling. Okay. Ring des Schutzes. Das sollte uns ein bisschen helfen. Also weiter zu rüsten um 1, hat er 3 plus 1, das ist nicht schlecht. Los. Das ist aber die Umstellung, wenn du eine neue Kampagne anfängst. Du musst einfach immer daran denken, hey, du bist kein Level 10 Todesritter mehr in dem Fall. Ja, du bist jetzt ein Level 1, was ist er? Scharfseher? Er sieht überall Schafe. Für die Ehre. Ihn natürlich scharf. Dabu. Problem des Schutzes ist auch ganz praktisch. Nehmen für wir mal mit. Ehre. So, da habe ich ein paar Murlocs gesehen hier oben. Ja. Die räuchern wir doch mal aus, weil hey, warum nicht?
Ah, die können Netze werfen. Das sind ja fiese... Diese kleine Fischmännchen. Der Blick alleine schon. Also weiter. Ich bin der Kriegshäuptling. Also Heilschutzzauber. Weiter. Heilschutzzauber können auf dem Mond platziert werden, um alle in der Nähe befindlichen befreundeten Einheiten zu heilen. Ja, das ist nichts anderes als ein Totem in dem Sinn. Platzierst du auf dem Boden und schon bekommt jeder im Umkreis die Heilaura und wird eben wieder geheilt. Das ist halt jetzt ein bisschen das, für die Ehre, wo ich umdenken muss, weil ich hatte in der Menschenkampagne Arthas, der konnte die heilen mit seinem Heiligen nicht, dann hatte ich in der Totenkampagne Arthas, der konnte die heilen mit seinem Untoten-Spell. Hier fand eine große Schlacht statt. Der Lehm ist rot von frischem Blut. Gibt es in diesem Land nur Staub und Gemetzel? Herr Lodaron war auch nicht besser, lieber Thrall. Dabo. Du Schwein. Ja. Für die Ehre. Schweine haben keine Chance gegen Mächtige. Diese Schweinewesen habe ich noch nie gesehen. Wenigstens sind sie hübscher als die Menschen. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh. Ich glaube, alles ist hübscher als ein Mensch, oder? Ja. Guck jetzt erstmal hier oben lang. Jetzt geht's offensichtlich weiter. Da habe ich 3 Ladungen von dem Heilschutzzauber, sehe ich gerade. Für die Ehre. Komm, Schwein. Diese garstigen Kreaturen haben die Leiber von Pferden. Lokta Ogar! Man nennt sie Zentauren, lieber Thrall. Oh, der Taure ist gestorben. Also weiter. Nicht der wunderschöne Taure. Ich sollte mal den Heiltrank nehmen. Wie kostet das denn? 120? Für die Ehre. Okay, hier ist überhaupt nichts mehr. Dabu. Außer Tod und Gemetzel, wie Thrall schon so wunderbar sagte. Aber seien wir mal ehrlich, wir haben doch nichts gegen Tod und Gemetzel, oder? Wobei Thrall auch ziemlich naiv ist. Er traut einfach einem alten, geistig verwirrten Mann, der einfach sagt, oh, ich habe eine Prophezeiung, geh nach Kalimdor, nimm dein ganzes Volk mit. Er macht's einfach. Ohne zu fragen, warum, weshalb, wieso. Nur weil er irgendwas Böses geträumt hat. Vielleicht verlieren deswegen die Orks immer jeden Kampf. Zumindest wenn ich so zurückdenke nach Warcraft 1 und Warcraft 2. Da waren die immer die Bösen. Ich finde auch nett, dass sie Miss mit Fehlschlag übersetzt haben. Dabu. Sprich, vorbeigeschlagen. Ja. Fehlschlag, Fehlschlag. Dabu. Einfach nicht getroffen. Für die Ehre. Gott, hier gibt es so viel zu erkunden. Ich gehe mal den Weg der Fackeln, das ist bestimmt nichts Böses. Außer wieder so ich Schweinemenschen. Bin der Kriegshäuptling. So, wir heilen uns mal. Ups. Ich hoffe, ich kann den Grunzer retten, aber so wie es aussieht, ja. Halt eigentlich ziemlich moderat, muss ich sagen. Also weiter. Steht das dabei? Es hält 30 Sekunden, aber es sagt mir nicht, wie stark es heilt. Man hat. Gestandene Orks, Hallöchen. Danke für die Rettung. Wir sollten uns beeilen. Die Schweinemenschen behaupten, es wären noch andere Schiffe in der Nähe. Ja, ich weiß, aber wir wollen uns jetzt erstmal hochheilen. Wenn die Schweinemenschen das behaupten, ist das ja ganz okay. Ja. Dabu. Das würde bedeuten? Ja. Die Pferdemenschen erschlagen diese Stierkreaturen. Wir kamen her, um sinnlosen Konflikten zu entgehen. Nun scheinen sie überall zu sein. Lieber Thrall, du wirst doch nicht glauben, dass du von Lonaron auf magische Weise ins Paradies deiner Träume gelangst, oder? Es wird überall Mord und Totschlag geben auf unseren Reisen. Das darfst du glauben, das wird nicht das letzte Mal sein. Dabu. Dabu. Ey, wieder ein Schiff und noch mehr Murlocs. Ja. Aber Thrall hat im Moment ein riesiges Mana-Problem. Kann kein Plättenblitz. Nee, Kettenblitz wirken. Ich hab's ja schon mal gesagt, deutsche Sprache ist gut, wenn man daraus Sätze formulieren kann. Ja, im Moment gelingt mir das nicht so gut. Kurz nach dem Aufstehen, nach der Nachtschicht ist immer so eine Sache für sich. Gelingt einem das Sprechen oder nicht? Ist allgemein so, wenn man irgendwie früh morgens aufstehen muss, dann muss man erst wie ein Neugeborener das Gehen wieder lernen, das Sprechen wieder, das Schauen. Nicht so einfach. Tromka, Kriegshäuptling. Wir wussten, ihr würdet uns finden. Tromka, Krieger. Schön, dass alle in Sicherheit sind.
Habt ihr zu Hellscreams Gruppe gehört? Nein, Kriegshäuptling. Der Sturm hat uns getrennt. Wir sind eben erst angekommen. Für die Ehre. Wisst ihr eigentlich, dass so eine große Ork-Armee ziemlich furchteinflößend sein kann? Dabu. Für die Ehre. Ich meine, es sind um einige Stärke aus Menschen. Ja. Geisterschwein, oh mein Gott! Ich bin der Krieg. Was ist das für ein Ort? Noch böser geht's nicht. Normale Schweinspione, Geisterschweine, die mich angreifen. Ich bin im Land der Schweine gelandet. Also weiter. Ja, jetzt Thrall, wart mal kurz, weil wir müssen hier nämlich unsere Leute heilen. Und du hast ja keinen Heilspell. Daher ist. Ich starte mit 1-1 Upgrades, sehe ich gerade. Die Geister sind ruhelos. Warum sagt mir das keiner? Ich wusste das gar nicht. Für die Ehre. Ja. So, Thrall, du scoutest mal ein bisschen voraus, während für er sich die dort heilt. Oh. Die Pferdemenschen scheinen für den Krieg gekleidet. Ja, lieber Thrall, solange sie nicht nackig rumreiten, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Lass sie doch. Lock, glaube ich, wäre auch was gewesen, oder? Für die oder ist das ein Rundgang? Komme ich da wieder runter? Dabu. Nee, da komme ich nicht mehr runter, so wie es aussieht. Okay, wir sind anscheinend im Land der Pferdemenschen gelandet. Wieder ein Geisterschwein. Jetzt werdet ihr aber penetrant, meine Freunde, das sage ich nicht. So geht das nicht weiter. Geisterschwein, Geisterschwein. Die machen fast keinen Schaden an meinen Orks. Schadenreduzierung um 15%. Bist du mit 3? Was soll ich tun? Ich bin der Kriegshäuptling. Brunnen der Gesundheit. Ach ja, weil wir alle im Brunnen der Gesundheit waren. Deswegen machen wir keinen Schaden. Schwein! Noch ein Schwein. Niemand wird überleben. Ja, ich glaube, das letzte Pair wäre um 10 Folgen kürzer, wenn ich nicht permanent Schafe und Schweine töten würde, wo ich sie sehe. Aber das sind die natürlichen Feinde von unseren Leuten, ja. Ich meine, scheiß auf die brennende Legion und sowas. Nee, Schafe und Schweine. Ja. Das sind die wahren Monster. Die wahren Drahtzieher hinter dieser ganzen Geschichte. Ja. Dabu. Ja, wir gehen an der Küste spazieren, weil wir es können. Ja. Für die Ehre. Keilerschläger, die Dinger werden auch immer größer. Dabu. Ich meine, wir haben jetzt hier von der Küste weg schon haufenweise Schweine erschlagen, ja, Schweinemenschen. Hab ihr. Für die Ehre. Oder die Wolfe. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Dabu. Natürlich super toll, ich habe jetzt von da drüben gepult. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe haufenweise Schweinemenschen getötet. Ja. Jetzt überlegt mal, wenn die wirklich so groß sind wie Menschen, wie viele für die Ehre Orks könnten wir da doch ernähren, ja? Eure Schwein. Zeit ist gekommen. Schwein. Ich meine, diese Schweine aus Beilage und die großen dann aus Hauptgang. Tromka, Kriegshäuptling. Grüße, Krieger. Gibt es Spuren von... Die Pferdemenschen greifen an. Verteidigt euch. Loktar! Loktar! Das sind Pferdemenschen. Zentauren, Zauberer. Lokregar, Nogal. Ich glaube, ich habe ein bisschen überreagiert mit den zwei Spells. Ich bin Kern, Häuptling der Blothoof-Tauren. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ich bin fasziniert. Ich bin Thrall. Dies sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ihr sucht das Schicksal? Es wird euch finden, Jüngelchen, aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Aber eine Armee der Pferdemenschen marschiert nordwärts. Was? Nein, mein Dorf ist in Gefahr. Oh mein Gott. Ich muss mehr über dieses Orakel wissen. Folgt ihnen, beschützt Kern um jeden Preis. Weiter. Okay, die Horde sammeln. Diese Quest ist erfolgreich. Kane. Kain. Kairne. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich sage jetzt mal Kane. Kane beschützen. Kane zum Tarendorf folgen. Kane vor seinen Feinden beschützen. Kane Blatthoof muss überleben. Thrall muss überleben. Kane Blatthoof weiß von einem weit entfernten Orakel, dass der Horde helfen kann, ihr Schicksal zu finden. Er muss vor jeglicher Gefahr beschützt werden, damit ihr mehr über das Orakel erfahren könnt. Die Geister. Ich wollte aber hier noch erkunden.
Aber der Kerl muss ja wieder vorlaufen, weil er ist wieder eine für die Ehre. Garstige Stierkuh. Ach, der macht das schon, er braucht mich nicht. Er ist eine Superkuh. 5 Meter groß, 6 Meter breit. Spitz mit Milch um sich, das passt schon. Yay, Level 2. Definitiv Wildgeist. Definitiv. Ja. Wo läuft der hin? Ein Mana-Trank, der wäre sehr hilfreich. Ach, der läuft nur zu seinem Stamm rauf. Ja, dann kann ich ja noch weiter. Ich dachte, der droht jetzt super die höchste Gefahr, die wir je gesehen haben, aber. Anscheinend nicht. Da liegen hundertprozentig noch irgendwo Items. Neben dem Mana-Trank natürlich. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. So, haben wir hier Heiltrank. Also weiter. Hier oben los. Für die Ehre. Da. Für die so Ehre. Viele Nurlocks. So, Geisterwolf, auf geht's. Also weiter. Wo ist denn er? Wo steht denn er? Mitten im Gemenge. Ich hoffe, der Heilspiel hält noch eine Zeit. Ja, der müsste überleben, der Ort. Ja, guckt, für den Talisman der Vitalität zerlege ich auch ein Nurlock-Dorf. 150 mehr Lebensenergie. Sind ruhelos. Okay. Dabu. Hat doch ganz gut geklappt. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier zu Kane. Taurenhäuptling. Oh, guck mal, das ist ein kleiner Taure. Der ist noch jung. Jungbulle. Jetzt habe ich hier meine Geisterwölfe. Die nehme ich natürlich mit. Die sind genauso wie Skelette an dem Timer. Allerdings ein bisschen einfacher zu handeln, da du nicht extra Totenbeschwörer brauchst. Das macht alles toll mit so einer Spezialfähigkeit. Genau. Geht doch alles wunderbar von der Hand. Die Geister sind ruhelos. Lokregar Nogal. So, jetzt kommt man alle mit. Ja. In das Taurendörfchen. Also weiter. Dann sind wir wieder einen Schritt näher an unserer Erlösung. Die Geister. Ah, hier geht das erst los. Zu seinem Dorf folgen, genau. Für die Ehre. Da mache ich eben keinen Kettenblitz, wenn schon wieder jeder vor mir stirbt. Für die Ehre. Gerade noch rechtzeitig. Die nächste Welle rückt schon vor. Woher weißt du das? Das kannst du doch gar nicht wissen, mein Freund. Für die Ehre. Ja. So macht man sich neue Freunde, ja? Einfach mal in einem fremden Land an die Küste gehen, riesige BSE-Kühe finden und dann einfach mal auf andere Leute einschlagen, bis mal einer sagt, stopp. So gefällt mir das. So, da ist wieder ein Zauberer, da ist ein One-Kämpfer. Haben die Upgrades? Haben die Upgrades? 3-3, oder die Wolfi. Oh, die sind stark da hinten. Ja. Sammelt euch mal. Und. Ah, diesmal haben sie einen Helden dabei. Mario Bühr. Ich bin der Kriegshäuptling. Ah, ich hab einen Kurzer verloren. Das ist nicht gut. Dass ich die Heiltotems aufgehoben habe. Die Geister. Wäre aber schön gewesen, wenn keiner gestorben wäre von meinen Leuten. Für die Ehre. Ich bin der Kriegshäuptling. Das Sterben der Orks muss endlich aufhören. Okay, wir haben alles erledigt und dann wäre die Mission anscheinend fertig, oder? Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Habt Dank, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles wild aus der Gegend vertrieben. Und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Bald müssen wir nach Norden zu den grünen Wiesen von Malgor.
Und ihr fürchtet, die Marodeure überwältigen euch? Ja. In der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zu dem erwähnten Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Sral. Mit Freuden dürft ihr euch uns anschließen. Naja, ich meine, es gibt zwar keinen Wild mehr, aber ihr könnt euch immer noch gegenseitig essen. Das ist doch auch nicht so schlecht, oder? Aber liebe Leute, wie es weitergeht bei Warcraft 3 Reign of Chaos, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, stay tuned and so long.